Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem heutigen Video. Heute geht es darum, wie du deine Koordination effektiv zu Hause trainieren kannst. Ganz kurz, worum geht es bei der Koordination? Es geht darum, deine koordinativen Fähigkeiten zu verbessern. Koordinativen Fähigkeiten sind zum Beispiel Gleichgewichtsfähigkeit, Kopplungsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit. Und das machen wir heute mit diesem Video. Allererste Übung folgendermaßen. Du befindest dich vor einer Koordinationsleiter. Wenn du keine Koordinationsleiter hast, dann versuch dir das so ein bisschen nachzubauen, zum Beispiel mit Hütchen. Und zwar gehst du diese Koordinationsleiter jetzt ganz normal durch, zum Beispiel vorwärts, und wirfst dabei immer den Ball hoch, einen Tennisball, den du in deiner Hand hältst. Beispielsweise so. Schwierigkeitslevel 1 ist noch ganz okay. Das kannst du machen und dann kannst du das natürlich seitwärts machen. Sieht folgendermaßen aus. Natürlich dann noch einmal zurück, andere Seite. Und Schwierigkeitslevel 3, ein Partner ruft dir immer Hepp zwischendurch und in dem Moment versuchst du den Tennisball hochzuwerfen. Das heißt, du wirfst nicht die ganze Zeit beständig den Tennisball hoch, sondern immer nur dann, wenn dein Partner Hepp ruft. Luca steht hinter der Kamera, der wird jetzt gleich mal Hepp rufen und ich zeige dir, wie es ungefähr aussehen kann. Hepp, 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 Hepp. So kann es ungefähr aussehen, mach diese Übung unbedingt nach. Schult eben deine Koordination, vor allen Dingen deine Orientierungsfähigkeit, deine Kopplungsfähigkeit, dass du verschiedene Bewegungen miteinander koppeln kannst. Hier geht es eben darum, dass du deine Fußbewegung, das heißt deine Schritte, zusammen mit dem Hochwerfen des Balles koppeln kannst. Weiter geht's mit der zweiten Übung und die wird sehr, sehr schwer. Ich bin sehr gespannt, ob du es schaffst, die zu Hause nachzumachen. Zweite Übung sieht folgendermaßen aus. Du hältst den Ball hoch, das heißt du jonglierst den Ball und schießt ihn dann immer über deinen Körper hinweg. Drehst dich dann um und jonglierst hier den Ball weiter. Schießt ihn dann wieder nach ein paar Kontakten über deinen Körper hinweg, über deinen Kopf und jonglierst ihn hier weiter. Ich bin sehr gespannt, wie viele Wiederholungen du schaffst. Diese Übung schult insbesondere deine Orientierungsfähigkeit und deine Anpassungs- und Umstellungsfähigkeit. Einfach mal zuschauen und versuchen, so gut es geht, nachzumachen. Du siehst, diese Übung ist gar nicht so leicht. Ich habe zwischendurch auch ein bisschen gestruggelt. Schreib jetzt unbedingt mal in die Kommentare, wenn du diese Übung gemacht hast, wie viele Wiederholungen du es schaffst, diese Übung durchzuziehen, ohne dass der Ball auf den Boden kommt. Weiter geht's mit der dritten und letzten Übung. Die dritte und letzte Übung sieht folgendermaßen aus. Hierbei brauchst du einen Partner. Und zwar tippel ich die ganze Zeit auf den Ball und Luca wirft mir währenddessen den Tennisball zu und ich versuche ihn dann immer wieder zurückzuwerfen. Das ist die Übung, sieht vielleicht einfacher aus, als es ist. Unbedingt zu Hause mal nachmachen, vielleicht mit deinem Vater oder mit deinem Geschwisterteil, wem auch immer. Schau jetzt noch mal kurz zu, wie die Übung aussehen kann und mach sie dann unbedingt zu Hause nach. Das war das komplette Video, drei richtig gute Übungen, wie du deine Koordination, das heißt deine koordinativen Fähigkeiten trainieren kannst. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann hinterlass unbedingt ein Like und einen Kommentar. Vergiss nicht, uns auch auf Instagram zu abonnieren. Der Link zu unserem Instagram-Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten wünsche ich dir super viel Spaß beim Nachmachen, beim Trainieren. Und ich habe nicht mehr zu sagen als wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.